möchte ich aber doch sagen, dass wir die letzte Zeit wirklich Großartiges erlebt haben. Wir waren auf Veranstaltungen, wo Gott so mächtig gewirkt hat. Durch die Bibelschule wurde ich eingeladen bei einer Bundeskonferenz der christlichen Pfingstgemeinde. Da waren über 900 Leiter. Und wir haben dort Gott gepriesen und gelobt. Und das war eine Gegenwart dort, die war unglaublich. Und dann waren wir auch, war ich mit meiner Familie in Stuttgart. Da ist diese bekannte Holy Spirit Night. Was wir dort erlebt haben, das war unglaublich. Und wie die Brüder jetzt unterwegs waren, mein Herz freut sich für jedes Wort, was ich gehört habe. Remo, Jeffrey, Fischlo, Michael, was er gesagt hat, was Gott da alles getan hat, das ist wunderbar. Und manchmal denkt man sich vielleicht, hey, wenn das doch da und da so ist, warum ist das nicht hier so? Aber das ist nicht der Gedanke, sondern Gott hat mir ein Wort gegeben für diese Gemeinde, ihr Lieben. Und wirklich für diese Gemeinde ist ein Bibelvers, wo Gott spricht, hör zu, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Sollt ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Gott will diesen Segen hier in Dortmund holen. Gott will eine Wasserquelle seiner Salbung hier bei uns hineinholen. Aber das passiert nicht, wenn wir hier sitzen und nur zuschauen, sondern weißt du, was Gott tun will? Er will dich und dich und dich und mich, er will uns dazu gebrauchen. Denn die Salbung geht von Gottes Kindern aus. Amen. Amen. Und deswegen, wir haben genug gesprochen, ihr Lieben, wenn ihr doch so lieb seid, lasst doch zur Ehre des Herrn aufstehen gemeinsam. Und wir wollen Gott in der Anbetung dienen. Und da ist es wichtig, ihr Lieben, das ist mein ganz großes Herzensanliegen. Lobpreis und Anbetung ist niemals ein Konzert hier vorne, sondern Lobpreis und Anbetung passiert durch dich und durch mich. Und Gott manifestiert sich mit seiner Salbung und mit seiner Kraft. Es ist nicht auf meinem Herz, euch ein Vortragslied zu singen, sondern ich möchte ein einfaches Lied singen mit euch, was ihr kennt, und wir schauen, was Gott tut, aber dass wir gemeinsam Gott dienen. Und bring doch mal dein Lob da. Schau mal nicht nach vorne und wie der singt, sondern bring ihm dein Lob da. Wir haben gehört, im Lobpreis ist eine mächtige Salbung. Du willst was sagen? Dein Mikrofon? Dann nehmen wir das. Hallo, 1, 2. Ja, aber du sollst doch mitsingen, hast du gerade gehört. Okay. Du sollst doch mitsingen. Und es ist mein Herzensanliegen. Und ich verspreche dir, wenn dein Not jetzt zu Gott erklingt, hey, passiert was. Halleluja. Sing mal diese einfachen Worte. Und dann